auch schon öfter gesehen, auch bei der Hero Series. Hat nicht ganz funktioniert, aber natürlich gerade, wenn es funktioniert, dann im Finale. Dann ja, auf jeden Fall, wenn alles stimmt, wenn man gehypt ist. Und ja, einfach mal schalten wir, denke ich mal, auch direkt hier ins Game rein. Und ja, gucken einfach mal, dass wir direkt auch die Action zu sehen bekommen, die ganzen Snipes. Und ja, Tumbler, wenn er einen Pick setzt, dann ist die ganze Sache sowas von leicht hier, weil die Spawns ziemlich weit weg sind. Wenn du da auf der Tech-Seite direkt den Snipe rausbekommst, dann ist das einfach so eine große Eröffnung. Und halt natürlich auch gerade, wenn du es schaffst auf den Support, ist es wunderbar. Und was auch wunderbar ist, Lodiger auf Reinhardt, ich denke, er wird ihn spielen. Ja, ich denke auch, Salinsten jetzt hier auf dem Zeljata, weil er tatsächlich von Reinhardt ein bisschen gecountert wird, auch Tombola mit der Widowmaker. Das Reinhardt-Schild ist schon super nervig. Also auf jeden Fall ein guter Pick hier gegen die Comp von Isuka Overclock. Und es wäre eben kein Isuka-internes Overwatch-Derby, wenn ihr hier, denke ich, nicht alle fünf Spiele sehen würden. Deswegen muss jetzt hier DNT, denke ich, auch mal ein Zeichen setzen. Sie haben sich jetzt auf alte Stärken besonnen, haben auch das Nanoblade wieder. Suzu kann jetzt hier mit seinem Nanoblade wirklich die Plays auf jeden Fall machen. Hat auch wirklich einen starken Gen, wie normalerweise wir auch letztes Spiel zum Teil gesehen haben. Und dann werden wir mal sehen, ob das auch umgesetzt werden kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, Mercy mit einer anderen zusammen zu kombinieren. Ja, ist wunderbar für die Tanks, ganz klar. Aber super verwundbar gegen Dai, weil dir fehlt einfach der Speedboost von Lucio. Du kannst nicht schnell hinter irgendeiner Wand und so. Niemand kann so wirklich für dich spielen. Ja, natürlich, Mercy kann Ana beschützen. Die können sich gut gegenseitig beschützen. Aber wenn du einfach ein Discord auf dir drauf hast. Erstmal Tumbler wird einfach von Suzu rausgenommen. Wunderbare Arbeit auf dem Genji auf Defense. Ja, da war ein bisschen vielleicht auch unlucky, dass man halt die Widowmaker in Genji reingepickt hat, aber kann man auch eigentlich erwarten. Suzu spielt hier wirklich sehr oft jetzt. Ist es hier erstmal Cleanup für Isuka DNT, die ist mal hier ganz entspannt eigentlich die Payload halten. Ja, das war halt einfach, weil direkt am Anfang Tombola da rausfällt, jetzt aber wieder auf der alt bewährten Ferrer und da denke ich mal, kann es wieder zu Problemen kommen auf DNT. Sie müssen sich wirklich jetzt konzentrieren und den Fokus klar legen, wenn Tumbler vielleicht jetzt einmal erscheint, direkt alles auf ihn da drauf und ja, einfach mal, ist jetzt die große Frage, ob sie was gegen Tumbler machen können. Also, Tumbler auf jeden Fall, er hat bei King of Hill gerade seine Performance gezeigt, bei Payload sieht die ganze Sache ein bisschen anders aus, aber trotzdem, sind sie ja ganz auf dem Highground da und fighten und solange sie ja auf den Highground nicht einnehmen können, auf Seiten von Overclock, können sie die Payload nicht fahren und da wird es richtig schwierig und Kai wieder zu aggressiv. Ja, man hat wieder gesehen, da war halt sein Dive-Buddy, Tombola war diesmal nicht so aggressiv, der stand nur ein bisschen weiter hinten, Möbel übrigens auch wieder mit dem Reaper-Switch, also man spielt jetzt hier quasi bis auf Zelinski mit ihrem Zenyatta hier jetzt ein bisschen für Unruhe sorgen will, fast die gleiche Komp wie beim letzten Mal, aber so richtig funktioniert das gerade noch nicht. Schöne Hold hier bisher von Isuka DNT, die auch wirklich schon Nano-Geyser oder Nano-Blade, je nachdem was sie machen wollen, haben. 6 Ultis jetzt. Für Isuka DNT auf der anderen Seite ist noch ein bisschen hin. Und Oliger kriegt schon den nächsten Sieg auf Tumbula. Ja, auf jeden Fall. Schafft es auf jeden Fall hier direkt Tumbula raus. Keine Ahnung wie, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall sehen wir eine kleine Pause. Mal schauen, ich denke mal einfach, die Spieler haben kleine Probleme, technische Schwierigkeiten, werden wir auf jeden Fall, denke ich mal, so schnell wie möglich beheben und es scheint wohl doch so, dass Lodiger auf dem Reinhardt viel Fokus einfach rausgenommen hat, weil was auch davor, wie Kai gefallen ist, der war auf dem Lowground, während der Rest Highground war. Das ist einfach, unten ist ein Reinhardt, müsste irgendwas machen und das kann gerne das Team mal splitten. Jetzt gerade haben sie den Highground aber uncontested gelassen, DNT musste davon runter und das ist auf jeden Fall die Chance jetzt hier, einfach mal dass sie da jetzt weiterkommen. Jetzt natürlich gerade eine Pause, wir wissen nicht, wie der Fight weiter ausgeht, aber das ist jetzt wirklich die Öffnung für DNT. Den Fight, wenn sie den gewinnen, schaffen sie auf jeden Fall, denke ich mal, bis zum Checkpoint durchzufahren. Ich meine, guck mal die Ultimates an. Ja, DNT ist, glaube ich, auf Defense, mein Freund. Deswegen, wenn sie den Fight gewinnen, wird es auf jeden Fall einen Zurücksetzer für Overclock geben. Also die Ultimate Economy, sie dürfen ja auch nicht overextenden, denke ich jetzt. Aber das, wie gesagt, haben wir auch schon erwähnt. Können sie eigentlich recht gut. Lodiger ist zwar gefallen, aber auf der anderen Seite sieht man eben auch schon 2 Picks gegen Möbel und Tombola. Also läuft eigentlich gerade ganz gut. Zocker ABC natürlich mit der Mercy. Das ist die alles entscheidende Ultimate. Wir werden sehen, wie der Fight dann verlaufen wird. Aber gar nicht jetzt mal mehr so sehr zum Fight, sondern vielleicht mehr zum Spiel an sich. Du hast Lodiger schon erwähnt. Und er kann halt mit seinem Reinhardt-Schild eine unheimlich große Zone kreieren, mit denen, hinter denen sein Team eben steht. Und diese Dive-Comp, die von zwei Seiten dann attackieren will quasi, die funktioniert halt nicht, wenn der Damage auf der einen Seite fehlt. Und so einen Winston, na gut, den Damage von ihm kann man mal so lange ignorieren, bis man ihn halt getötet hat, während der Reinhardt eben in die andere Richtung schildet. Man kann damit rumspielen, wenn man einfach schnell genug ist mit seinen Carries und um das Reinhardt-Schild rumläuft.
Aber da muss man sich halt auch anpassen, ja. Wenn man jetzt die ganze Zeit Dive gegen, so fast Dive gespielt hat, dann ist es halt ein bisschen schwieriger, da plötzlich gegen den Reinhard zu spielen. Insofern ein sehr guter Pick hier von Isuka DNT. Und mal gucken, wie die Adaption jetzt ist. Darum geht es ja auch in so einem Best of Five immer, von Isuka Overclock. Ja, und ich glaube auch, wo du es nochmal ansprichst mit der Zone von Lodigia, was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, auf die Map bezogen, ist einfach, dass sie diesen Serverraum haben. Und wenn du als Reinhard einfach den einen Eingang komplett blockierst, ist ja nur noch dieser eine Gang wirklich offen. Und als ein Firma da reinzufliegen, ist ein bisschen awkward, weil das alles so lowground ist. Du willst natürlich Highground ausnutzen. Ja. Kann man nicht. Man kann nicht von oben reinspringen, auch nicht als Winston. Und jetzt geht's auch, denke ich mal, direkt hier weiter in das Game hier rein. Wir schalten rein und zocken auf die ganze Map hier Resin. Mal schauen, wie die ganze Sache hier weitergeht und... ja, gucken wir auf jeden Fall, wie der Fall hier ausläuft. Anyone auf dem Soldier hat auf jeden Fall Tactical Visor ready. Zündet auch direkt. Wir könnten Nano Visor anzünden, aber da sind so viele Schilde in seinem Weg, kann er nicht holen. Aber Zuso nimmt sie links raus und damit fehlt mal wieder ein Support. Das ist die Eröffnung für den T, um die ganze Sache zu halten. Shadeblade kriegt nochmal einen Pick hier mit dem Self-Destruct gegen Kai. Und wenn der Winston auch so schwierig, aber Tombola mit dem Clutch Helix Rockets kann das ausnehmen. Allerdings ist der Reinhard wieder vom Spawn zurückgelaufen und kann jetzt die Picks wegnehmen. Machen wir mal den Rest von Thompson, vielleicht ein bisschen zu spät, aber man möchte hier einfach ganz sicher gehen. Zocker ABC wird auch von Shadeblade nochmal rausgenommen mit den Diva Headshots, die jetzt nicht so schwer zu treffen sind. Und ja, jetzt hat man hier noch einen Nano-Boost auf der Seite von DNT und gar nichts auf der Seite von Isuka Overclock. Und wenn wir die, wenn wir hier einen Punkt Hold vor dem ersten Punkt kriegen, ist, können wir das die Map schon vorentscheiden. Definitiv. Jetzt ist wirklich die Frage, was sie erstmal machen, da sie ja erstmal keine Ultimates ready haben. Und da auch nur noch 50 Sekunden. Also 50 Sekunden. Möppe hätte vielleicht gleich sein Deathblossom Blessing. Zocker ABC kann gleich für den Rest ansetzen. Sie müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie einen Pick kreieren, dass sie da dann mit der Matchup Möppe einfach mal mit 3 Kills im Serverraum und Kaisitz hinterher. Das haben wir ja gar nicht erwartet. Isuka Overclock nimmt hier einfach den T so auseinander. Das ist die Schwäche der Taktik, wenn man sich mit Reinhard Schild in den Serverraum stellt. Wenn halt ein Reaper da dann reinschleichen kann, dann ist man halt tot. So. Das ist passiert so und jetzt werden sie hier auf den ersten Punkt pushen können. Mal schauen, wie viel sie von dem Momentum noch mitnehmen können. Die Ult Economy, da man so schnell gestorben ist auf der Seite von Isuka DNT, ist halt nach wie vor relativ ausgeglichen. Selinz und Kai allerdings auch gleich mit ihren Ults und Möbel schickt einen weiteren Pick auf Anyone. Der Reaper scheint sie hier ein bisschen überrascht zu haben, dass man quasi darunter geswitcht ist, aber dann. Nee, Quatsch. Dass man da drauf geswitcht ist, aber der dann einfach so stark zur Geltung kam. Ja, also da Möppel spielt den Pick echt wunderbar aus. Jetzt hat er davor gesagt, ich habe da keine Lust mehr drauf in den Serverraum. Ich zünd meine Ultimate und nehme die ganzen Kills. Und ja, die Sache ist halt wirklich auch jetzt gerade, scheint so, dass sie noch nicht da die Chance haben. Da kommt aber erstmal eine Shatter hinten. Loliger wird aber direkt fallen, deshalb kommt da echt keine Kills mehr raus. Tombola ist der Einzige, der hier fällt. Aber einfach die Transcendence hält komplett hier zu, so mit dem Nano Blade hier auf. Und da wird sogar Tombola nochmal gerest. Sie sind wieder zu 6, nehmen die zwei Kills und Overclock pusht weiter rein. Kaiser war super low gewesen und können jetzt hier nochmal Picks kriegen, aber auf der anderen Seite Suso können nochmal gerest werden hier. Oh, die Self-Destruct, die könnte ziemlich gut setzen. Nein, nicht ganz. Kriegen zwar Anyone, aber trotzdem. Jetzt andere Seite, Shadeblade mal wieder mit 2 Kills. Drei sogar. Ja, da hat sogar den Diva-Mac noch mitbekommen. Also da einfach mit dem Rest kann DNT zurückschlagen. Auf jeden Fall. Und jetzt nur noch 1 Minute 40 Sekunden. Komplett resettete Ult-Economy für die der Defender Advantage wächst, wenn die Ultis ausgeglichen sind. Weil man eben immer auf... Man muss halt nur reagieren. Man kann gucken, okay, was machen die Attacker? Welche Ults setzen sie ein? Welche Ults setzen wir dagegen ein? Da kann man auch so ein schönes Bait-and-Switch-Spiel spielen. Auf diesem Level, das findet man dann eher auf hohem Pro-Level, aber okay, jetzt sehen wir hier erstmal auf die rechte Flanke über dem Highground vielleicht mal Isuka Overclock versuchen, die Payload da wieder an sich zu nehmen, aber die steht halt schon sehr weit hinten. Oh, Deathblossom ist wieder ready, deshalb möchten sie den Highground. Möppel, denke ich mal, sucht einfach nur die Öffnung, um da runter zu fallen, einfach nur seine Ultimate zu zünden. Man sieht ja, wie sich ganz DNT schon vor Angst zurückzieht und sie wissen ganz genau, denke ich mal, was bald auf sie zutreffen wird, aber Möppel muss sich ein bisschen zurückziehen. Ja, braucht noch die Öffnung. Oh, vielleicht hat sich ganz gesessen und jetzt zündet er sein Deathblossom, kommt aber nicht ganz ran und wird dann nochmal von Lolige einfach mit dem Firestrike erwischt und trotzdem aber an der Seite Schinken einfach mal, nimmt die ganzen Kills mit der Discord, überall hat Zelinzen ihren Assist mit drauf und damit die ganzen Kills hier für Overclock. Ah, das war schön gespielt von Overclock, von DNT, Entschuldigung, wie sie sich da vom Reaper zurückgezogen haben. Aber dann eben hat man den anderen Eingang zu dieser engen Chance nicht mehr gesehen. Jetzt 0,25 Meter, aber nochmal der Contest hier, Suso möchte sein Blade zünden und tut das auch, kriegt ein Pick. Oh, kriegt einen und noch Anyone nimmt Tombola raus.
aber trotzdem, der Checkpoint ist halt eingenommen, deshalb macht das da echt gar nichts aus. Der Spawn ist ziemlich weit hinten und das sollte auch erstmal weiter gefahren werden, jetzt hier die Payload. Und ja, sie schenken halt einfach Möppel so viel Respekt, auch schon die, ja, das Game davor, die Map davor auf Oasis. Jedes Mal musste Lodik halt einfach umpicken, weil Möppel Reaper spielt und bis jetzt sieht es auch einfach immer noch danach aus, dass sie noch nicht ganz die Lösung haben, wie sie gegen diesen Reaper klarkommen und auch weiterhin jetzt hier vorne mit dabei gehen. Loliger an der Frontline hat auch nicht mehr lange bis zu seinem Earthshatter und dann könnte er auf jeden Fall eine gute Öffnung hier setzen, um das erst verteidigen. Self-Destruct trifft leider keinen und Anyone ist wieder down. Genau, Kai ist down, da ist das Earthshatter, trifft aber auch nicht so richtig. Shadeslate jetzt mit einem Gegenpick gegen Kai und das Self-Destruct kann man picken. Zocker, ABC, die Mercy ist down. Mercy ist down und damit auch der Rest fällt weg. Und jetzt muss DNT auf jeden Fall den Fight für sich bestreiten können. So einfach mal hier auf dem Saria-Pick. Kann auf jeden Fall ordentlich nachlegen. Und ich denke, das ist auch eine wunderbare Option. Gerade gegen den Reaper sind solche Bubbles echt phänomenal einfach, wenn du die im richtigen Moment halt setzt. Und ja, kann auch Shingen einfach mal ein bisschen in Kragen gehen, ne? Mit der Saria durch die Defense Matrix einfach nur durchlasern. Mal schauen, wie seine Gremlins aber sitzen. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich finde es cool, wie die Adaptions hier funktionieren. Wie man sieht, dass DNT so langsam aber sicher immer weiter von dieser Dive Comp runtergeswitcht ist und jetzt sogar bei Triple Tank gelandet sind. Und das könnte gegen diesen Reaper tatsächlich recht effektiv sein, denn dann kann er halt einfach mal, also so ein Tank kann halt dann trotzdem mal zwei Shotgun-Schütze fressen und dann halt durchpushen, einfach mit hoher Gewalt. Aber jetzt hier Tombola, schau mal, wie viel Splash-Damage er hier mit seiner berühmt-berüchtigten Pharah machen kann, ob er irgendwelche Picks kriegen kann. Kai jetzt in der Backline, versucht auf die drauf zu gehen, aber fällt dann. Wird direkt hier rausgenommen, nur noch ganze 15 Sekunden sind hier da und da kommt der Rest von Zocker ABC, da sind sie beide wieder da am Start, aber trotzdem, Zelinsen fällt direkt wieder an Anyone und das ist richtig wichtig. Suso hat aber Grabbed und Search ready, alle sind sie hier in dem Chunk, wann zündet er sie denn endlich mal die Ultimate, hat 100 Charge, nimmt Zocker ABC raus und jetzt könnte er richtig nochmal loslegen, die Sache auch zu halten. Overclock kommt aber nochmal da an Start, Grabbed und sitzt aber hier auf drei Leute und damit sollten die Kids hier fallen für DNT. Möppel mit dem Flossen kann zwar Suso nochmal rausnehmen und jetzt nach und nach der Shatter kann ja aber sie wieder auf den Boden befördern und da kommt aber nochmal der Resist hier. Alle Ultimates werden hier gezündet. Alle Ultimates werden gezündet und jetzt noch das Self-Destruct hinterher auf der Seite von DNT. Kriegt auch noch die Mercy raus. Super wichtiger Pick hier und damit war die Overtime schon zu lange und Isuka DNT kann Overclock davon abhalten, ganz bis zum Ende zu pushen. Trotzdem, wenn man es da den Berg hoch schafft, auf Watchpoint Gribbertal, nicht ganz trivial bis dahin durchzuputten. Ich meine, hat man ja gesehen, wie es gerade war, ja, das kann auch andersrum laufen. Es ist kein First-Point-Hold, will ich damit sagen. Und es ist auf jeden Fall noch alles drin hier für Isuka Overclock. Ja, auf jeden Fall mal schauen jetzt hier, wie DNT einfach mal angreift. Also ich denke, dass sie ja einfach mal Lullig auf dem Reinhardt weiter behalten, weil es halt in der Verteidigung eigentlich ziemlich gut funktioniert hat. Das wäre echt eine interessante Sache. Also Suso hat auf jeden Fall schon bewiesen, er kann Warthog spielen, definitiv. Ja. Und trotzdem möchte ich ihn aber eigentlich immer noch auf dem Genji sehen. Er hat einfach sehr viel Pressure rausgeholt. Ne? Was du damit machen kannst, auch Genji, selbst wenn du mit dem Blade keine Kills holst, kannst du einfach jedes Mal... Ich glaube, die haben was geplant. Ich glaube, die haben was, weil mit der May auch noch... Ja. Okay. Die wollen, glaube ich, einen Boost machen mit der May und dann versuchen über den Highground einen cheesy Roadhog-Hook, Discord-Orb noch drauf und dann einen Kick kriegen. Calling it right now. Wenn sie mit dieser Comp aus dem Spawn rausgehen, dann machen sie das. Bin ich mir ziemlich sicher. DNT ist auch das Team, das sowas mal gerne macht. Ja, die haben einfach recht gute Strats, ja. Und deswegen mal sehen, wie das klappt. Tombola hier vielleicht das Ziel eines so cheesy Picks, wenn er da aus dem Highground steht. Ja, man weiß auch, diese beiden Teams scrimmen gegeneinander. Also man weiß ungefähr, wie die gegnerischen Carries, wo die stehen. Da wird es dann vor allem auf Reaktionszeiten ankommen. Wie schnell kann Kai vielleicht einen Bubble droppen? Wie schnell kann man den Roadhog hier eben blockieren? Denn, gut, es ist ziemlich offensichtlich, aber Roadhog hat natürlich große Changes bekommen im letzten Patch. Hat jetzt eine viel, viel schnellere Rate of Fire. Und dafür 5 Schüsse. Aber macht halt viel weniger Schaden mit den einzelnen Schüssen. Kann also selbst nicht mehr jemanden One-Shot killen, wenn er ihn gehookt hat. Also die allermeisten Champions kann er nicht One-Shot killen. Allermeisten Heroes und ja, da ist der Boost über den Highground. Shadeblade ist runtergefallen mit der May, aber geht auch direkt zurück. Oh, das ist geil! Oh, die gehen hier direkt drauf, aber das wird ihnen einfach mal sowas von Strich durch die Rechnung gemacht. 4 Kills direkt hier vor Overclock. Die mir doch, ja, hallo, wie geht's denn euch so? Und da fahren sie einfach nur drüber. Overclock lässt wirklich. Wir haben damit gerechnet. Die mögen keinen Käse, ganz einfach. Die lassen da einfach niemanden ran und kriegen jetzt wunderbare Ultimates dadurch, ne? Das war, ja, ich meine, schau dir das an. Selinsen schon 33%, ja, und Tombola 43. Ja, da war halt die Bubble schnell genug bestanden. Genau das hat der Cheese nicht funktioniert.
Jetzt muss man gucken, ob man hier seine Natural Expansion mit StarCraft. Okay, lassen wir das mit StarCraft noch so tun kann, nachdem der Rush nicht funktioniert hat. Wir pushen hier jedenfalls auf den High Ground hoch und kriegen auf jeden Fall trotzdem mal einen Pick hier gegen Tombola und der nächste gegen Möpel. Also gut, so schlimm war es dann scheinbar doch nicht. Ja, könnt jetzt einfach mal wieder zu dem zurückgehen, was dann irgendwo funktioniert hat und einfach wieder drüber fahren. Ich wollte auch sagen, Chooser auf dem Genji auf der Map ist halt einfach wunderbar. Und man sieht ihn einfach nur noch oben rechts. Nimmt er die ganzen Kills raus, kann da einfach nur rein, darf in die Backline mit seinen, ja, mit seinen Dive Buddies und bis jetzt auch die Payload wunderbar weiterfahren. Die Sache ist halt auf der anderen Seite, Möppel auf dem McCree von Anfang an. Ich möchte ihn wieder auf Reaper sehen, das hat wunderbar funktioniert und wieder nimmt halt diesen Respekt von Lolige, dass er da einfach weiter nicht wünschen spielt. Die Flashbanger zu so. Oh, kommen Sie da nochmal hin? Ja, Sie können protesten, 2,41 Meter auf der Payload und das ist ja die Situation, wo Overclock immer ganz gut ist, aber jetzt zwei Picks hier schon für DNT gegen einen von Overclock Tombolas down. Aggressives High Noon hier und der Rest von Silinzen kann hier auf jeden Fall nochmal den neuen Wind in die Segel befördern, aber trotzdem ist es einfach nur DNT, die hier die Kills machen und die Healer machen einen sehr guten Job, im Team hier am Leben zu halten und ich denke, da sollte Overclock jetzt langsam sterben und DNT sollte hier noch durchpicken, durchpushen. Ja, das war ein sehr schneller Punkt 1 im Gegensatz dazu, Overclock eher langsam gewesen. Die Mercy fällt noch. Silinzen ist gerade vorne. Schafft das? Nehmt ihn dann nochmal raus und man sieht auch schon an dem Sound, der hat schon ganz schön viele Kills gemacht, ohne zu sterben, aber jetzt bisschen, ja, geht's dann an, kommt der Kaskas direkt, keine Chance für ihn da. Und ja, was ich sagen wollte, die haben wunderbar Ultimates. Die haben richtig viel Ultimates durch diesen Fighter gerade bekommen auf Seiten von DNT und können damit ja definitiv weiter pushen. Das komplett jetzt aber erstmal. Mech wird auch noch rausgenommen und da kann ich Kai einfach mal aufräumen mit Schengen mit dabei und die ganze Sache erstmal aufhalten. Ja, aber auf keinen Fall die Ults gezündet, Zuzu auch jetzt schon bei 90%. Man kann da, denke ich, mit Nanoblade auf jeden Fall wieder die Payload an sich nehmen. Ob man dann den danach folgenden Triple Fight gewinnt, gerade Punkt 2 geht halt nah, sind die Defender. Na gut, die sind eigentlich auch doch recht weit weg. Also nicht so nah ran, aber die Attacker eben auch nicht. Lulliger direkt, Kai. Das ist richtig wichtig, ja. Einfach mal das Wünsche hier gewonnen. Nanoblade kommt raus. Zuse, mal schauen, wie viele Kills er damit kriegen kann. Erstmal nimmt sein Kollegen einen mit. Alle hier im Raumschiff. Aber es kommt nicht so wirklich zu Kills. Zuse, schwingt doch mal richtig das Schwert da rein. Und damit trotzdem machen seine Mates die ganzen Kills. Ich meine, sie kommen somit auch zum Ziel. Kriegen einfach mal die Payload damit weiter gepusht. Und ja, DNT haben halt immer noch 4 Ultimates ready. Und auf der anderen Seite nur Kai, nur Primal Rage. Das ist nicht genug. Naja, genau. Und ich meine, also klar hat er keinen Kills gekriegt, Zuse. Aber du hast gesehen, dass alle Member von Isuka Overclock, die da am Shuttle waren, waren nur mit Wegrennen beschäftigt. Ja. Den ganzen Fight und dann gewinnst du den Fight trotzdem. Ist der nächste Pick gleich auf Silinzen zu. So fühlt hier auf jeden Fall den Pressure und den Carry, den er seinem Team bringen muss. Es sieht schon wieder nach dem Fight für Isuka DNT aus. Pompen jetzt mit der Sound Barrier. Jetzt wird man hier versuchen durchzurennen. Der nächste Pick hier. Der Reaper ist down. Damit wird dieser Winston einfach aufräumen können. Jetzt. Wunderbar hier. Einfach mal von. Ich bin mir gar nicht mal so sicher jetzt gerade, wer da gesleept hat. Das Punkt, okay, sehe ich nicht direkt. Ja, das Punkt auf der Anna. Wunderbarer Sleep, im richtigen Moment. Und ja, damit auf jeden Fall weiterhin den Fight. Wird ja bestritten, also sie kommen da doch nicht so ganz weiter. Fehler wird ganz der Contested. Zocker, aber sie fällt jetzt hier raus. Und Silinze muss irgendwie da versuchen zu entkommen. Überlebt die ganze Sache noch. War ganz schön knapp, war ziemlich knapp. Und jetzt wird sie einfach nur umgematscht da von Loliger. Und damit, ja, DNT mit 2 Picks. Mal schauen, Möpel muss sich auch direkt davon machen. Geht nochmal rein, weil er versucht nochmal heute zu kriegen. Aber die Defense Matrix, richtig schade für Möpel. Der hätte locker das Punkt rausbekommen. Und DNT kann damit weiterfahren. Der Defense Matrix ist überall, es ist ein super nervigen Lucio irgendwie. Ich denke, jetzt wird Overclock nicht mehr zu testen. Doch, die versuchen es immer wieder, aber jetzt ist es ein bisschen Overkill für Overclock hier. Ein bisschen zu hart am Trickeln, finde ich. Die gehen da gerade nur kopflos Ultra Trick, Tombola auch noch. Oh nein, jetzt mach doch nicht sowas. Mach nicht sowas. Wir gehen damit sehr viel Ultra ab und ja, versuchen natürlich. Mit dem Namen muss ich hier noch weniger die ganze Sache ein bisschen kotten. Ja, doch nochmal die ganzen Kills! Ist sogar DNT, wir sagen, das ist nicht gut, aber mit dem Nanobus sieht die ganze Sache anders aus. Und, ja, also der ist immer noch mal, ich fahr 6. Das heißen beide super, es tut mir leid, pusht auf jeden Fall weiterhin durch und ja, also scheint auf jeden Fall trotzdem hier. Als wenn sie nochmal da gecatcht. Oh, Pulsform direkt an Tombola dran gibt an. Die Ferrer müssen sich dadurch also mal gar nicht um sie kümmern und können damit weiterhin durchpushen. Und wir nicht vergessen, die müssen nicht bis zum Ende pushen. Genau. Es ist nicht mehr weit und da noch ganze 42 und es ist einfach nur blau oben rechts. Es ist einfach nur blau, das ist ein bisschen Tilt hier vielleicht auch gerade bei Isuka Overclock. Jetzt versucht man hier die Rampe hochzukommen, aber ein Contest wird es hier noch mindestens geben. Mal schauen, wie viel der Entschuldiger macht. Man kann jetzt nicht den Blinkplay machen, wenn er alle einfach weghaut.
in die letzten Meter holen, aber Kai ist in der Fälle. Oh, da kommt der Selbstbestand. Ich habe aber Leute ganz gut dran. Na, nimmst du das Zuckerbezündung raus, direkt wieder die Eröffnung und beide Support sind down. Und dann, man kann einfach nur noch weiter schießen hier. Durch das Fein Sound, der wir aber jetzt hier mit dem Selbstbestand sollten. Alle sich da schnell vom Punkt wegmachen. Pompen fällt und Azuka Overclock versucht ein bisschen die Sache zu halten. Kai ist vorne mit dabei. Tombola fällt und ja, sie geben ihr Bestes, aber es reicht einfach nicht, denn jedes Mal ist irgendeine Ultimate ab auf sein von DNT und damit, oh, Möbel, kommt von oben reingeflogen, aber nimmt gerade mal Suso raus, das ist einfach hier zu wenig, um die Sache zu halten, kriegt jetzt nochmal das Punkt und jetzt mit dem Rest und mit dazu, Overclock scheint doch die Sache zu halten. Ja, auf jeden Fall, das war ein großer Rest und ein großer Death Blossom hier, die in den Fight hier gewonnen hat und ja, sie haben noch 1 Minute 33 zu halten, sehr wenig Platz, aber sie haben die Rocket Barrage of Tombola und wir wissen, er ist derjenige, der hier auf jeden Fall schon die Farrah Plays machen kann. Er ist derjenige, der hier schon sie so weit gecarried hat im ersten Game und jetzt müssen sie mal gucken, ob er im zweiten Game machen kann. Jetzt DNT wieder auf der Payload. Es ist ihnen da sehr viel Platz, das ist nicht mehr viel, was man hier hat. Jetzt Suso in der Backline mit der Widowmaker, versucht hier die Picks zu kriegen. Oh, der kann den Heilgott wunderbar ausnutzen, der muss halt wirklich nur die Shots hier treffen, aber der erste, der fällt, ist hier wieder Loliger und das wird richtig interessant. Tombola fällt auch Tombola und damit, ja, da fehlt halt ein bisschen jetzt hier nochmal der Schaden, um die Sache das zu halten, aber der Rest bringt er einfach mal wieder zurück ins Leben. Edmund hat den Nanobus auf, hat aber leider keinen Weiser, da kann er einfach nicht den Aimbot anmachen, kriegt trotzdem wieder den Kill auf Tombola und jetzt ist die Frage, wie sie weiter vorkommt. Suso, bisschen off in Position, aber wenn er die Shots trifft, dann kommt der Schaden durch für DNT und da sind wieder die ganzen Picks. Jetzt ist er hier auf MyBot uncontested, kann er da einfach nur Leute niederschießen, genauso wie es Anyone macht. Und der Deathblossom hat auch keine Chance für Maple und Izuka, DNT pusht die Sache bis zum Checkpoint und nehmen hier die Map. Ja, 1-1, ne? Das ist ja nicht so, dass wir damit nicht gerechnet hätten. Saustark gemacht von Izuka, DNT, können hier sich bis zum Ende dann durchfighten. Es war wieder ein Fight, es ist wieder ein bisschen in dieses Chaos abgedriftet, aber gewonnen haben sie das meiner Meinung nach auf ihrer Defense. Sehr gut gespielt da, einfach sehr schöne Ult-Economy und vor allem auf dem ersten Punkt haben sie einfach sehr, sehr lange gehalten und den selbst aber sehr, sehr schnell eingenommen. Also das war auf jeden Fall, würde ich sagen, der entscheidende. Ja, und einfach der Play of the Game direkt am Anfang, da sieht man die Rakete, Tombola, einfach nur linke Maus aufdrücken, fast als hätte er rein gespielt, nimmt die ganzen Kills an diesem Checkpoint raus und ja, es war halt öfter die Situation da, einfach Overclock, ja, ich weiß nicht, aber